2 Millionen $ Verlust in nur einem Tag und das, weil man eine ganz, ganz einfache Regel nicht beachtet hat. Wir schauen uns das heute genau an, denn das ist ein absolutes Learning für dich. Das wird sofort dein Trading verbessern. Was ist passiert? Also, es gibt ja immer wieder in der Welt des Tradings, des Investierens spannende Dinge und heute habe ich wieder etwas gefunden, was ich mit euch teilen möchte, weil da kann man ein absolutes Learning daraus ziehen. Und zwar geht es wieder einmal um das Handeln von Katie Wood. Katie Wood, ne, die Gründerin von ARK Investments. Und die war ja gerade auf großer Europa-Tournee, hat ihre ARK Investment Fonds oder ETFs, das sind ja gemanagte ETFs, hier auch in Europa vorgestellt. Und man kann nur hoffen, dass die Anleger weiten, weiten Abstand von diesen ETFs nehmen. Ich befürchte aber, auch da werden viele, viele Millionen auf das Konto von Frau Wood fließen. Wobei, es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. Wir können uns mal hier im Chart ganz kurz anschauen. Also das ist der ARK Innovation ETF. Und ihr seht, der ist mal hier irgendwann im Jahr 2014 gestartet, hat dann eine sagenhafte Entwicklung gehabt. Aber seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Und wenn wir bedenken, dass die Nasdaq gerade nahe ihres Allzeithochs ist. Und wenn wir uns dann diesen ETF anschauen, ja, das ist schon ziemlich schlimm. Und selbst der deutsche Elon Musk, Zwinker, Zwinker, Frank Thelen hat es ja geschafft mit seinem Fonds, der sieht genauso schlecht aus, das seht ihr hier. Aber selbst der war ja seit Jahresanfang besser als Katie Wood, ja, wobei auch das ein absolutes Trauerspiel ist. So, aber was ist jetzt passiert? Und zwar habe ich einen Tweet gefunden auf X. Ich gewöhne mir jetzt gerade an, X zu sagen, nicht mehr Twitter, ne? Also X. Was heißt jetzt allerdings Tweet? Ne? Schreibt mir mal in die Kommentare. Was sagt man jetzt anstatt Tweet? Okay, also ich habe einen gefunden und zwar hier von Unusual Whales. Und zwar hat man da geschrieben, also dass am Vortag hat Katie Wood für ihren ARK ETF 54.000 Aktien gekauft einer kleinen Softwarefirma, nämlich UiPass. Und die sind dann am nächsten Tag, und da kommt dann gleich das Learning, 28% gefallen. Du kaufst etwas und am Tag danach fällt es 28%. Und solche Sachen passieren ja Katie immer mal wieder. Man fragt sich, wer sitzt da dran, weil das wäre ganz, ganz leicht zu verhindern gewesen. Und wir schauen uns mal an, was hier wirklich passiert ist. Also, wir schauen uns als allererstes mal die Pass-Aktie an, oder WePass, wie sie wirklich heißt. So, und da sehen wir diese Aktie im Grunde genauso ein Trauerspiel wie die ganzen ETFs von Thelen oder Wood. Auch diese Aktie von ihrem Höchstkurs, naja, wie viel sind es jetzt mittlerweile? Wir können es ja mal schnell messen. Aber von ihrem Höchstkurs hier sagenhafte 80% entfernt in einem Bullenmarktumfeld. Ne? Also die Nasdaq neue Allzeithochs, Nvidia neue Allzeithochs und diese Aktie fast 80% jetzt immer noch unter ihrem Höchstkurs. So, und was war jetzt aber genau passiert? Und dazu müssen wir mal in einen etwas kleineren Chart hineingehen, nämlich diesen hier. Und das ist der Tageschart. Und da sehen wir, die Aktie fällt. Ne? Also ist in einem ganz, ganz klaren Abwärtstrend, egal ob jetzt im Tageschart oder im Wochenchart. Und hier an diesem Tag, am 28. Mai, entscheidet sich Katie Wood und sagt, hey, lass uns doch mal von dieser Aktie ein paar Stück kaufen, nämlich 450.000 Stück. So, 450.000 Stück, das sind bei dem Preis, der Preis war ungefähr so bei 18,70, bisschen was über 8 Millionen Dollar. Ne? Das ist jetzt in der Gesamtheit von dem, was sie unter Verwaltung hat, nicht wahnsinnig viel, aber immerhin, 8 Millionen Dollar sind 8 Millionen Dollar und darf man nie vergessen, es ist das Geld ihrer Anleger. Es ist nicht ihr eigenes Geld, ne? Es ist das Geld ihrer Anleger und das macht sie eben. Und dann passiert etwas hier, und das schauen wir uns in diesem Intraday-Chart an, dass dann am 29. Mai, also einen Tag später, fällt die Aktie nachbörslich 28%. Also das heißt, die war vorher noch irgendwie, die ist aus dem Tag rausgegangen, so bei 18,30 und fiel dann runter bis auf 12,30 und der Schlusskurs im nachbörslichen Handel war dann ungefähr 13 Dollar. Was ist passiert? Und das ist jetzt das Learning. Eine ganz, ganz simple, einfache Sache. Ihr seht hier unten bei TradingView gibt es dieses kleine E. Ne? Und E steht für Earnings. So, und Katie hat vielleicht darauf spekuliert oder wer auch immer dafür in ihrem Team. Sie hatte angeblich ein herausragendes Team. Ne? Ich
Bei der Performance hätte ich schon alle gefeuert, wenn die bei mir im Team wären. Aber sie hatte angeblich ein herausragendes Team und sie haben darauf gesetzt, dass die Earnings, also die Quartalszahlen, herausragend sein werden und der Markt entsprechend positiv reagiert. Und der Markt hat aber alles andere gemacht, denn der Markt hat das Ganze abgestraft und hat die Aktie fast 30% fallen lassen. So, und was ist jetzt das Learning hier raus? Und das ist etwas, was wir unseren Kunden in der Academy immer und immer und immer wieder sagen. Eigentlich sind es sogar zwei Learnings. Punkt Nummer eins, kaufe starke Aktien. Und wenn wir uns diese Aktie anschauen, wir haben hier, und ich mache das vielleicht mal hier in diesem Chart, wenn wir uns den Wochenchart anschauen, sieht das für dich nach einer starken Aktie aus? Also für mich nicht. Für mich sieht das so aus, die Aktie hier, auch wenn wir es ein bisschen zusammenziehen, ne, die hat einen riesigen Abwärtstrend, dann geht sie ein bisschen nach oben und dann nimmt sie hier schon wieder den Abwärtstrend aus. Das heißt also, sie ist auf dem tiefsten Stand seit November 23, sie ist auf Jahrestief. Das ist keine starke Aktie, egal in welcher Zeiteinheit wir uns das Ganze anschauen. Also erstes Learning, kaufe nicht solchen Schrott, weil Aktien, die fallen und die eben nicht steigen gerade, da fehlt der institutionelle Hintergrund. Das heißt also, die Instis gehen nicht in solche Aktien rein. Warum weiß ich das? Weil sonst würden die Aktien steigen. Ne? Schau dir eine Nvidia an, das wird nicht nur von Kleinanlegern getrieben, das sind Großanleger. Wenn wir sehen, wir brauchen ja, damit eine Aktie wirklich vorankommt, brauchen wir den Zuspruch institutioneller Anleger. Und natürlich können auch mal institutionelle Anleger eine Aktie akkumulieren, wenn die fällt. Aber warum müssen wir dann mitmachen? Wir haben nicht diese tiefen Taschen wie die Instis, sondern wir müssen dann einsteigen, wenn wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die Aktien weiter steigen. Und das solltest du niemals in einem Abwärtstrend tun. Ne? Also egal ob als Trader oder als Investor, lass dir vom Markt zeigen, dass deine Überzeugungen richtig sind. Also das heißt, wenn Katie Wood sagt, hey, das ist eine super tolle Aktie, wenn sie das als Einzige denkt, nützt dir das halt nichts, sondern der Markt muss es auch denken. Und aus dem Grunde warte immer ab, bis die Aktie einen Aufwärtstrend ausgebildet hat, Minimum mal im Tageschart. So, das Zweite, und das ist eigentlich das viel, viel wichtigere Learning, und das predigen wir wirklich allen unseren Kunden immer und immer und immer wieder. Kaufe niemals vor den Earnings. Ne? Warum? Überleg mal. Es gibt ja zwei Gründe, warum du in eine Aktie einsteigst. Das eine könnte sein, du bist ein Trader. Und als Trader ist es doch nur dein Interesse, etwas zu kaufen und dann mit einem Gewinn weiter zu verkaufen. Und was du machen musst, sind Unsicherheiten ausschließen. Okay? Das heißt, du schließt Unsicherheiten aus. Und Earnings sind immer unsicher. Du weißt nie, was kommt. Ne? Ist es positiv, ist es negativ? Natürlich hätte die auch 20% nach oben geben können. Aber wenn du sagst, ich habe keine Wahrscheinlichkeit dafür, dann ist es Gambeln. Dann ist es einfach nur Casino. Und deswegen als Trader wirst du niemals vor den Earnings in eine Aktie reingehen. Du wirst sogar, wenn du eine Position hast als Trader, deine Position vor den Earnings reduzieren. Das heißt, selbst wenn die im Plus ist und es läuft, wirst du sagen, okay, ich nehme ein bisschen Geld vom Tisch als Trader, weil die Earnings eben Unsicherheit reinbringen und weil du eben diese großen Gaps haben kannst. So, das ist also der erste Punkt. Jetzt kann es natürlich sein, du sagst, ich bin aber ein Investor und ich möchte als Investor in eine Aktie gehen. Okay, überleg mal, als Investor möchtest du langfristig an einer Aktie investiert sein. Kommt es da auf diesen einen Tag darauf an? Das heißt, ob du heute kaufst, wenn die Earnings sind, oder morgen oder einer Woche, ist doch nicht so wichtig. Du kriegst mit den Earnings neue Erkenntnisse. Und ja, selbst wenn die dann ein paar Prozent steigt, du kaufst doch nicht als Investor, weil du 5 oder 10 oder 20% Profit haben willst, sondern weil du doch 100, 200, 300, 400% Profit haben willst. Das heißt, auch als Investor macht es überhaupt keinen Sinn, am Tag vor den Earnings in so eine Aktie einzusteigen. Das heißt, es ist reines Gambling, was sie hier veranstaltet. Ziemlich, ziemlich dumm. Und das macht sie schon die ganze Zeit. Und dass sie mal so erfolgreich war mit ihren Fonds, ist lediglich auf die außergewöhnlich gute Marktphase für diese kleinen Aktien zurückzuführen. Ne? Und sie redet sich da immer irgendwie dann das schön, warum die Firma alles so toll wären, warum sie die großen Aktien verkaufen muss. Ne? Sie hat am Jahrestief Nvidia verkauft, kann man da nur sagen. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber immer solchen Schrott hier zu kaufen und das eben vom Geld ihrer Anleger, das ist wirklich schlimm. Aber deswegen, Learning daraus, Nummer 1, kaufe keine Aktien im Abwärtstrend. Learning Nummer 2, kaufe niemals vor den Earnings, sondern warte immer ab. Egal ob als Trader oder als Investor. Wenn du in einer Aktie investiert bist und du bist Investor, ne, dann ist auch nicht schlimm. So, dann bleib einfach drin, dann kannst du das machen, weil dann hast du ja eine
fundamentale Überzeugung, warum du in dieser Aktie drin bist. Und dann kannst du dir die Ergebnisse der letzten Zeit anschauen. Hier übrigens sehen wir, weil die Earnings hier unten grün sind, wir werden wahrscheinlich sehen, dass die, wenn wir uns das mal anschauen, dass die Umsätze und wahrscheinlich auch die Earnings immer besser geworden sind. Ne? Also, dass wir an sich gute Zahlen hier haben, wenn man die nackten Zahlen sieht. Aber, und das vergessen eben ganz, ganz viele, ne? Das hat auch Frank Thelen in seinem Fonds nie gecheckt, dass Zahlen das eine sind, Bewertungen an der Börse sind etwas ganz anderes. Und bloß weil die Zahlen immer besser werden, wenn du halt völlig überbewertet bist, nützt dir das nichts. Und wahrscheinlich waren die Aussichten so schlecht oder beziehungsweise waren die Erwartungen des Marktes so hoch, dass er das jetzt abgestraft hat. Also, tolles Learning, was wir hier haben können, was uns kein Geld gekostet hat, was die Anleger von Katie viel Geld gekostet hat. Und das Letzte ist noch, was man daraus mitnehmen kann. Glaub mir, als Privatanleger denkt man immer, man kann nicht besser sein als die Instis. Du kannst und du bist viel, viel besser als die institutionellen Anleger. Die haben Zwänge, die haben Druck, das hast du alles nicht. Du kannst ganz gelassen sein. Du kannst heute komplett in den Aktienmarkt reingehen, du kannst morgen komplett rausgehen, du kannst dich hedgen, du kannst von großen Aktien auf kleine Aktien wechseln. Du kannst alles machen, du bist viel, viel freier. Das Einzige, was du wissen musst, wie dieses Spiel funktioniert, und dann kannst du an diesen Märkten wahnsinnig viel Geld verdienen. Ne? So, ich fand es ein tolles Learning. Ich wollte das mit euch teilen. Ich hoffe, euch hilft das etwas in eurem Investieren, in eurem Trading, damit ihr einfach besser werdet. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, einen Kommentar. Bleibt diesem Kanal treu. Und wer sagt, hey, ich möchte das Ganze auf das nächste Level heben und ich will das Ganze professionalisieren, dann lasst uns mal miteinander sprechen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal.